Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video geht es darum, ob man, wenn man eine Katze hat, auch Kleintiere haben kann oder halt, ob man, wenn man Kleintiere hat, sich auch noch eine Katze zulegen kann. Und es geht auch darum, auf was man auf jeden Fall aufpassen sollte. Katzen sind sehr gute Jäger. Freigänger jagen meistens Wildvögel, aber auch Mäuse und andere Tiere. Und deshalb stellen sich viele die Frage, ob sie dann trotzdem noch Kleintiere haben können. Ja, als allererstes kommen wir mal zu Vögeln bzw. zu kleinen Papageien oder Sittichen, wie zum einen den bekanntesten und zwar den Wellensittichen. Wellensittiche brauchen natürlich Freiflug und fliegen halt. Das ist auf jeden Fall sehr animierend für Katzen. Miezmaus sitzt oft auf dem Balkon und macht dann auch ein sogenanntes Schnattern. Das ist, wenn die Katze quasi sehr schnell hintereinander miauzt. Und das machen sie meistens, wenn sie Vögel sehen. Es ist auch schon öfters vorgekommen, dass meine Katzen Wildvögel gefangen haben und diese halt auch manchmal leider getötet haben. Und ihr wisst ja bestimmt alle, dass ich auch selbst Wellensittiche habe. Und ich erzähle euch gleich mal, wie ich das da mache. Also bei mir ist es ja so, dass die Wellensittiche in einem ganz anderen Zimmer sind. Sie haben ein eigenes Vogelzimmer und das würde ich euch auf jeden Fall auch empfehlen. Wenn das nicht möglich ist, dann müssen die Wellensittiche oder andere Vögel halt in ein Zimmer, wo die Katzen auf keinen Fall rein können. Und wenn ihr euch jetzt denkt, dass es okay ist, wenn die Katze nur in einem anderen Zimmer ist, während die Vögel Freiflug haben, nein, das geht auch nicht, denn es ist so, dass die Katzen halt ein sehr großes Interesse an Vögeln haben und wahrscheinlich vor dem Käfig lauern. Erstens haben eure Vögel dann die ganze Zeit Angst und sind unter Stress. Zweitens kann es auch sein, dass die Katze den Käfig attackiert, im schlimmsten Fall sogar runterwirft oder es sogar schafft, den Wellensittich irgendwie direkt am Käfiggitter zu fangen. Auf jeden Fall wäre das für die Katzen nicht gut, da sie immer abgelenkt sind. Und die Wellensittiche müssten halt in ständigem Stress und im ständigen Angstzustand leben. Zu Vögeln, für die es gefährlich werden könnte, zählen natürlich aber nicht nur Wellensittiche, sondern auch die Zebrafinken, unter anderem auch die Kanarienvögel, aber nicht nur die kleineren Sittiche oder Ziervögel, sondern auch etwas größere, wie zum Beispiel Nymphensittiche. Und auch noch größere Vögel haben es auf jeden Fall schwer und es ist sehr gefährlich, wenn ihr eine Katze habt. Also wenn ihr diese Kombination haben wollt, Katze und Vogel, dann auf jeden Fall die Vögel in ein Extrazimmer stellen oder halt in ein Zimmer, in das die Katzen nicht reinkommen. Denn Vögel gehören zu einer der absoluten Lieblingsbeutetiere der Katzen. Als nächstes sind natürlich auch kleinere Nagetiere davon betroffen. Diese müssen auch in ein Extrazimmer gestellt werden, denn auch da sind die Katzen natürlich sehr interessiert dran. Ja, gerade Mäuse fangen sie ja natürlich auch in der Wildnis und Mäuse wecken auch ein sehr großes Interesse bei Katzen. Aber auch Ratten sind auf jeden Fall Beutetiere der Katze, also sie riechen natürlich schon die Tiere und die Katzen sind dann auch andauernd abgelenkt. Wie gesagt, können die kleinen Tiere natürlich direkt am Käfiggitter gefangen werden oder wenn ihr sie halt mal rausholt. Am schlimmsten ist es dann, wenn ihr nicht zu Hause seid. Also passt auf jeden Fall auf, wenn ihr Kleintiere habt, stellt diese am besten auch in ein Zimmer. Entweder in ein separates oder zum Beispiel ein Büro oder so, wo halt die Katze nicht reinkommt. Also betroffene Tiere sind auf jeden Fall Mäuse, ganz egal ob Farbmäuse oder Rennmäuse, dann natürlich auch Degus oder Ratten, aber auch andere kleine Tiere. Für Katzen, die sehr stark an anderen Tieren interessiert sind, könnte es sogar für Meerschweinchen und Kaninchen gefährlich werden. Bei meinen Katzen kann ich aus der Erfahrung heraus sagen, dass es für Kaninchen keine Bedrohung war. Also meine Katzen haben meine Kaninchen früher nie angegriffen. Sie hatten auch nie Interesse an den Kaninchen, also sie haben sie nicht als
potenzielle Beutetiere angesehen. Aber jeder, der eine Freigängerkatze hat, hat bestimmt schon mal eine Maus vor die Haustür gelegt bekommen. Und wie gesagt, ist es für kleine Nagetiere sehr gefährlich. Auch Haustiere wie zum Beispiel Fische sind bedroht. Bei mir ist es so, dass vor allem Miezemau sehr viel Zeit vorm Aquarium verbringt. Für sie ist das wie Kino. Die Fische, denke ich mal, fühlen sich da nicht so bedroht. Bei Miezemau ist es sogar so, sie hat ihren Spaß da drin, die Fische zu erschrecken. Sie sitzt oft so vorm Aquarium, dass die Fische sie nicht sehen können. Und dann springt sie so vors Aquarium und dann schwimmen sie alle ganz schnell nach hinten. Und das scheint sie auf jeden Fall zu freuen. Generell sitzt sie halt sehr oft vor dem Aquarium und beobachtet dann die Fische und schlägt sich auch manchmal schon das Maul und möchte sie am liebsten auffressen. Bei Fischen ist es sehr wichtig, dass ihr den Aquariumdeckel verschließt, also dieser sollte immer zu sein, denn ansonsten kann es sein, dass ihr keine Fische mehr habt. Denkt auf jeden Fall auch daran, dass wenn ihr in den Urlaub geht und so einen automatischen Futterautomat verwendet, dann müsst ihr den auch ringsherum absichern, denn da ist er dann meistens so ein kleiner Spalt, wo man direkt ans Wasser herankommt. Und die Katzen sind da sehr clever. Bei uns war es einmal so, dass die Miezmaus sich dann oben aufs Aquarium draufgesetzt hat und dann immer gewartet hat, bis sich der Futterautomat gedreht hat. Und wenn dann alle Fische kamen, um zu fressen, hat sie alle nacheinander rausgefischt und dann aufgefressen. Hühner bzw. Zwerghühner können auch betroffen sein. Sie können auch Beutetiere sein. Bei uns ist es so, dass unsere Katzen den Hühnern nichts tun, aber manche Nachbarskatzen sind interessiert. Inzwischen haben sich aber alle dran gewöhnt und jetzt passiert nichts. Aber wenn wir Küken haben, sichern wir diese natürlich auch auf jeden Fall ab, denn Küken sind auch nicht viel größer wie ein Wellensittich und diese können auf jeden Fall auch gefangen werden. Auch Wachteln und Tauben sind bedroht. Achtet halt darauf, dass ringsherum ein Zaun ist, wo die Katzen nicht drüber kommen oder durchkommen und oben sollte auch ein Netz drauf sein. Ich kenne welche, da haben Katzen leider Küken oder auch Wachteln durch den Zaun hindurch getötet. Deshalb passt da auf jeden Fall auch auf, dass der Zaun nicht so groß ist, dass die Katze mit ihrer Pfote durchpasst. Und als letztes solltet ihr auf jeden Fall auch auf Reptilien aufpassen, zum Beispiel Geckos, Chamäleons oder auch kleine Schlangen. Denn in der Wildnis kommt es auch manchmal vor, dass Katzen Blindschleichen, Eidechsen und sogar Ringelnattern fangen und töten. Meine Katzen haben auch schon mehrmals Blindschleichen getötet. Eine hat auch mal eine echte Schlange, also eine Ringelnatter, getötet. Und Moppel fängt auch immer mal wieder Eidechsen, die zwischen Steinen sind. Also achtet bei Reptilien oder halt Geflügeltieren darauf, dass sie in einem Käfig sind, der verschlossen ist. Und bei Vögeln und kleinen Nagern darauf, dass sie halt in einem separaten Raum sind, wo die Katzen nicht hinkommen. Wenn ihr das so macht, wie ich es euch gesagt habe, dann sollte das klappen, Katzen mit Kleintieren zusammenzuhalten, aber auf diese Punkte solltet ihr halt auf jeden Fall achten. Ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!